Herzlich willkommen hier in München. Es freut mich sehr, euch ein paar Sachen zu sagen, die ich anders sehe, wie der Allgemeinheit denkt. Ich war in Salzburg vor einigen Jahren. Da war eine Person, ein Mann, der allergisch ist auf Aspirin. Habe ich ihm gefragt, was passiert, wenn Sie ein Aspirin nehmen? Er sagte, da muss der Notarzt kommen. Wir haben nachher diese Person, oder ich habe den Person behandelt. Ich fühle auf den Kopf, was für ein Schock dahinter stand. Und er war sie, ich habe mit sieben Jahren was gefühlt. Und da habe ich gefragt, was war denn da? Jeder sitzt gut, oder? Wir können was vertragen heute? Ja, gut. Da hat er in die Scheune seinen Großvater aufgehängt gesehen. Und das ist für einen Siebenjährigen, das ist für kein Mensch schön, ja? Also das ist schon ein Ding. Und ich will damit sagen, Allergien entstehen, wenn wir bestimmte Schocks nicht verarbeiten konnten bis jetzt. Seine Allergie gegen Aspirin ist nicht von ab sieben Jahren, nicht von dort, wo es schockiert ist, sondern wir haben ja Zeit, um unseren Schock zu verarbeiten und es passieren bestimmte Sachen, dass wir sie verarbeiten können. Nur wir nehmen nicht immer alles an. Ja? Und dann geht's in die Verdrängung und irgendwann wird's eine Allergie daraus und später kann es auch noch zu Asthma führen oder sonstiges. Ja? Was wir nicht lösen, muss sich irgendwie anders zeigen. So, es ist eine Allergie, ist im Prinzip ein Unfrieden hier drin. Und es lebt nicht so gemütlich und der Körper sucht sich da irgendein Ventil. Es ist ja eine Art Sicherheitsmaßnahmen, sage ich jetzt mal so. Alles muss ja mit allem verbunden sein im Körper, ja, jede Zelle mit allem. Und wenn man Wasser trinkt, dann geht's noch leichter, so wie im Autobatterie das Gleiche. Und wenn wir durch irgendwas schockiert sind, dann puff, dann haben wir mal keinen Kontakt. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, das ist nichts Blödes vom Körper, das ist unglaublich genial. So sehe ich jede Art von Krankheit übrigens. Meine Sicht wird nicht mit jedem geteilt, aber okay. Und mit der Zeit haben wir also Chance, wieder zusammenzukommen. Und das, was wir hier tun, ist nur herauszufinden, aha, was braucht es, damit es wieder Kontakt macht im Körper. Und ich benutze meine Hände dazu und die hat jeder und sowas kann man lernen. Für mich war das am Anfang extrem schwer zu lernen, weil wir so kopfgesteuert sind, ne? Oder was heißt hier wir? Ich. Gut, was man nicht sieht, das gibt es nicht. So sind wir einigermaßen erzogen oder aufgewachsen. So, allerhand an Allergien. Was gibt's noch für eine Allergie? Wer hat noch eine Allergie mitgebracht? Katzen? Was macht die Katze? Katzenhaare, dann haben wir es ums Fell, da geht es um Kontakt, Trennungsthemen und die Katze ist ein bisschen anders wie der Hund. Was macht die Katze? Die kommt nur, wenn sie will. Interessant. Hundeallergiker, haben wir die dabei? Nein. Die bewacht das Haus, also geht's da um bewachen, entweder überreagieren oder eben nicht bewachen können. Immer so ein Thema. So, das sind lauter diesen Allergien, egal welchen Allergie. Es gibt übrigens auch eine Wasserallergie und ihr kennt auch die Sonnenallergie, weil Frau Hannelore Kohl hatte eine Sonnenallergie. Schade, dass wir einander nicht getroffen haben. Mein allererste
Allergie in der Öffentlichkeit, war in Bad Reichenhall in einem schönen Hotel, Luisenbad. Und dann habe ich so gefragt, wer möchte eine Allergie lösen? Da kam meine Frau, sie hat Sonnenallergie. Das haben wir Gott sei Dank lösen können, aber das Publikum hat es nicht sehen können. Das ist, die hat mich dann nach 3 Tagen angerufen und gesagt, sie konnte in der Sonne sein und es geht ihr wunderbar. Wir brauchen Pilze, um Materie zu entfernen, zu lösen und Bakterien. Viren brauchen wir, um es aufzubauen. Ja? Wenn wir hier drin in unseren Luftröhre, wenn wir uns erschrecken, dann wird unsere Luftröhre, nur mal als Beispiel, ja, wenn das, ich stelle das jetzt mal als Röhrchen so vor, und wenn wir uns groß erschrecken, dann brauchen wir auf einmal viel Luft. Das heißt, von innen macht es ein Zell Minus, dann wird es von innen ein bisschen größer. Und wenn der Schreck vorbei ist, dann muss ja das, was vorher Zell Minus gemacht hat, wieder dazu wachsen können. Ja, da braucht es Hilfsmittel. Und in diesem Fall sind das die Viren. Also es gibt nichts Böses für mich. Also böse Zellen ist idiotisch. Man versteht es nur nicht, warum sie so genannt böse sind. Ne? Und wenn wir kapieren, wofür der Körper das macht und somit auch der Körper wertschätzen können, dann sind wir durch. Sage ich jetzt mal ganz simpel. So ist es jetzt auch wieder nicht, aber dann haben wir schon mal gewonnen, weil dann sind wir nicht gegen unseren Körper beschäftigt, sondern dann gehen wir mit, dann sind wir befreundet mit dem Körper, anstatt dass wir was bekämpfen. Was bekämpfen ist idiotisch, da hast du immer Verlust. Wasseradern, die sind nicht böse. Manche Sachen sind Energiebringer, andere sind Energiesauger, wie es Menschen auch gibt. Ja, also da gibt's nicht der böse Wasserader oder irgendwas anderes. Die Bienen, die wissen haargenau, wo sie zum Beispiel sich paaren. Die machen das auf Kreuzungen. Da findet die Paarung statt. Ist das nicht unglaublich? Also ich bin begeistert. Und wir Menschen wissen das auch, wenn wir nach unserem Gefühl gehen. Für Bienen? Kreuzung, so, man kann es auch in der Luft Energiekreuzungen. Kreuzungen, wo es nicht Kreuzungen heißt für mich, tatsächlich Energiebahnen, die sich kreuzen. Ja? So, Milch soll schlecht sein. Es ist nicht der Milch, der uns was tut, wenn wir Milchallergie haben. Es ist, da hat es mit dem Mutterprinzip, mit Versorgen zu tun. Und da gibt's ein Thema. Die Sonne ist in meinen Augen nicht verantwortlich für den Hautkrebs. Ja? Das, was alles rausgeschnitten wird, es ist also da habe ich Sachen erlebt, da denke ich mir, Hilfe. Ja? Begegne ich eine Frau, sie kam in der Praxis, weil ihr Sohn, also wie war das jetzt? Ihr Sohn hat extreme Ängste und geht nicht mehr außer Haus und was weiß ich was. Und der Sohn ist 30 Jahre. So, und die Eltern müssen immer da sein. Die können nicht einmal in Urlaub. Und ich habe gesagt, es würde Sinn machen, wenn der Mutter kommt in die Behandlung. Sie ist gekommen, dann habe ich gefühlt bei ihr Thema Haut. Na, sagt sie, Thema Haut? Das habe ich nicht. Sage ich, komisch, ich fühle aber das Thema Haut. Und dann sehe ich, dass sie ein Stück aus ihr Ohr geschnitten hat. So ein richtiges Viereck. Boah. Und wenn man dann später merkt, dass
sowas gar nicht notwendig ist, wenn man den Körper versteht. Gut, also ein Verschleiß von Knochen, das kennt Sie, habt Sie bestimmt gehört, oh, das ist Knochenverschleiß, Sie müssen sich richten lassen, operieren lassen. Wenn man eine Tür richtig reinhängt, und das meine ich jetzt mit Knochen, dann kann dort, wo es einen Verschleiß gegeben hat, dann wächst der Knochen wieder dazu. Das ist schon, das erleben wir pausenlos. Ihr wisst auch, wenn man einen Knochen gebrochen hat, dass es auch wieder zusammenwächst. Ja? Aber wenn ich die Tür nicht richtig reinhänge, ja, und irgendwann wächst es da ab, muss man eine Tür richtig reinhängen. Und das kann man mit bestimmten Themen auf den Mensch genauso machen. Du meinst nicht Osteoporose, sondern bei diesem Bandscheibenverschleiß? Wenn sogenannte, ja, aber Osteoporose, was ist denn das? Kleine Löcherchen im Knochen. Von den Muskeln wissen wir, dass wenn wir auf den Berg gehen und nicht stark genug dafür sind, dann kommen kleine Risse, damit den nächsten Tag diesen Muskel wieder aufgebaut werden kann. Da kommt ein Zellplus, okay? Vom Knochen geht es ebenso. Knochen, wenn ich nicht stark genug bin, wenn der Knochen nicht stark genug ist, werden kleine Löcherchen gemacht vom Körper her. Und wenn ich mein Ding überwunden, wenn ich mein Ding überwunden, dass ich mich nicht mehr so klein sehe, wird in diesem Knochenmaterial das Knochen wieder aufgefüllt. Aber was ist da das Problem dabei? Da gibt's auch schon ein Problem. Ihr wisst, ein Muskelkater gibt Schmerz. Und der Knochen ist ein härteres Material wie der Muskel. Also gibt's einen härteren Schmerz. Und wer hält das heutzutage noch aus? Dann rennt man wohin oder man nimmt etwas dagegen und dann kann der Knochen sich nicht aufbauen. Schade, ne? Also die Natur kann dann nicht mehr sein Ding machen. Und ich bin für die Natur und nicht gegen die Natur. Die Natur ist dermaßen genial. So, Liste ist bald zu Ende. Neurodermitis, wenn das jemand hat und der Ausschlag kommt, dann sind wir gerade, also wenn ich hier einen Konflikt habe, meine Eltern scheiden sich, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann sind wir in dieser Phase konfliktaktiv auf der Haut, da geht es um Trennungskonflikte. Der macht ein Zell minus. Das sehen wir fast nicht. Ja? So gut. Was fällt uns nicht auf? Uns fällt es erst auf, wenn es in Lösung kommt oder Teillösung. Dann haben wir hier entzündliche Prozesse. Ja? Ein Aufbau von der Haut. Aber das ist mal entzündlich. Okay? Bei Fußpilz ist gerade umgekehrt. Das ist nicht die erste Schicht von der Haut, sondern die zweite. Und die reagiert auf Besudelungen. Und wenn ich mich hier pothässlich finde, dann besudele ich mich, dann wird diese zweite Schicht von der Haut auf meinem Bein ein bisschen dicker. Und wenn ich mein Problem gelöst habe, wenn mein Mann oder mein Freund sagt, oh, hast du schöne Beine? Und ich schaue nochmal und denke, ja, tatsächlich, sie sind doch ansehenswert. Dann habe ich ja eigentlich geistig mein Ding gelöst. Und dann macht der Schicht, die vorher plus war, die nimmt dann ab in ein Zell minus. Und wie geht das? Ein Zellaufbau wegmachen, da kommen Pilzen, das weiß jeder. Im Wald, wenn ich einen toten Baum habe und der muss irgendwie wieder zerstückelt werden, damit es Erde wird, oh, kommen Pilze. Und das ist mit uns genau so. Ist das auch bei Hautpilz? Hautpilz? Davon habe ich gerade gesprochen.
Haut, das ist zufällig an den Füßen. Das ist überall. Und die Damen, die wissen, wie entsetzlich das in unserem Schambereich ist. Das Wort Schambereich ist ja auch schon Scham. Ich weiß nicht, wie ihr da erzogen sind. Ich bin katholisch erzogen worden. Juhu, juhu. Ich glaube, ich bis heute noch nicht alles gelöst. Deshalb mache ich Seminare, damit ich selbst irgendwann mal was kapiere. Ja, es ist tatsächlich sowas. Man wird jedes Mal ein bisschen schlauer. Also von dem her freut es mich sehr, dass ihr alle da seid. So, Liste habe ich fast fertig. Blut im Stuhl. Sollte heute Abend, morgen jemand Blut im Stuhl haben, öffne die Sekt- oder Champagnerflasche. Freut's euch? Es ist ein positives Zeichen. Wer hat denn das gedacht? Möchte ich mal wissen. Wer hat das gedacht? Wer weiß sowas? Das weiß doch kein Mensch. Wenn du Blut im Stuhl hast, was ist? Wir rennen zum Arzt und muss jetzt was gemacht werden. Wollt ihr wissen, warum, wieso? Interessiert euch das oder weniger? Ich habe lauter schreckliche Sachen hier, aber es ist nicht so schrecklich. So, unseren Darm, unseren Dickdarm, der steht für Themen zu lösen. Ja, zum Verdauen. Der verdaut ja sämtliche Probleme, die ich habe. Okay? So, wenn ich jetzt ein dickes, fettes Problem habe, dann schafft meine normale Darm das nicht. Dann muss er da mal ein bisschen was dazu bauen. Sage ich jetzt mal so. Also, von mir aus habe ich hier ein kleiner Teil Darm, Dickdarm. Und diese Wände, die sind für all diese Zellen, die hier liegen, die sind für die, wie habe ich es vorher genannt? Für das Thema zu verdauen. Und wenn es ein bisschen mehr zu verdauen gibt, dann muss ihr die Oberfläche, wir kommen von mir aus Zotten, schau, hier habe ich die Oberfläche vergrößert. Okay, das leuchtet jeder ein. Damit ich besser verdauen kann, kann ich es besser verdauen. Der Körper hilft uns. Also das ist ein Zellplus. Das ist göttlich. Wir sind ja auch göttliche Wesen. Ganz normal. Und wenn wir jetzt unseren dicken Kuh vom Eis haben, wenn das Problem durch ist oder teils durch, dann braucht man ja nicht mehr so viel. Ja, wohin damit? Ja, ich wandert irgendwann mal tschub, da raus. Und das seht ihr denn in euren Stuhlgang. Also wenn wir heute ein Thema lösen und das ist morgen der Fall, dann wisst ihr, Fete starten. Nicht ganz die Fete starten, weil ich bin hier sehr aktiv. Und da muss ich ja mein Thema lösen. Da habe ich Power ohne Ende. Ja? Und die Personen, die müde und schlapp und warm sind, die hängen irgendwo hier. Normalerweise geht es ganz, also ist diese Reparaturphase maximal 6 Wochen. Offiziell, wenn ich meinen Konflikt ganz lösen kann. Aber manche Menschen sagen, ich bin schon 2 Jahre oder was weiß ich wie viele Jahren total müde. Also, und dann heißt es bei uns, wir sind irgendwo in einer hängenden Heilung. Wir müssen mal schauen, was noch zu tun gibt. So, okay, Stuhlgang haben wir gehabt. Sollte es ein, oh, jetzt sage ich lauter, irgendwann muss ich mal anfangen mit schönen Sachen. Blasenentzündung, man meint, man ist krank. Ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer davon geplagt ist, aber sollte jemand eine Blasenentzündung bekommen, schau mal, was kurz vorher, ganz unmittelbar vorher, in Lösung gegangen ist. Und dann kann sich der Blase wieder regenerieren. Das tut nur weh. Ja, das ist halt so. Bisschen. Natürlich.
Das zweite Chakra ist der Sitz von der Angst und da wird auch die Blase gesteuert. Ja, aber da muss irgendwas mit der Angst in Lösung gegangen sein. Und Blase hat auch mit Revierthemen zu tun. Was hast du für einen Wunsch, was Schlafen betrifft? Durchschlafen. Gut schlafen. Durchschlafen. Wie viele Stunden schläfst du? Ja. Zwei, drei. Zwei, drei ist nicht viel. Aufwachen. Und dann wieder. Wann wirst du wach? Um zwei oder um vier, okay. Und dein Partner? Schläft er genauso? Ja. Wer schläft schlechter von euch beiden? Also dann nehmen wir sie, ha? Ist das okay? Ich nehme diese Einhandroute, weil da komme ich in diesen unsichtbaren Teil. Also ich fühle erst, ob das hier okay ist für mich, weil dann habe ich auch richtige Messungen. Wenn der Platz hier nicht okay ist, dann kann man meine Messungen auch nicht wirklich ernst nehmen. Ja? Magst du stehen? Und die linke Hand einfach so. Das ist für dich was nicht passend. Gibt's noch was in der Hosentasche? Irgendwas? Was raus muss? Nein? Was haben wir denn hier? Was stören könnte? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Hat gereicht. Manchmal muss man etwas verändern. Und hör auf euer Gefühl. Okay, gut. Jetzt können wir uns hinsetzen. Wir setzen uns noch nicht hin. Die Hand kann runter. Und jetzt schaue ich, was oben in der Aura, was da zu fühlen ist. Okay? So, jetzt muss ich mal warten, was er tut. Ich brauche es oben rechts rund. Wie ein Magnet, der oben ein Plus hat. Und unten zwischen den Füßen wäre seine Linksrunde. Das lernt man alles im Seminar, wenn man will. So. So, jetzt gibt es zwei kleine Hilfsmittelchen. Das blaue ist vor die Nummer 2, wenn es um Plätzen geht. Schlafplatz, Essplatz, Entspannungsplatz, Arbeitsplatz. Und hier geht es um die Beziehungen. Nennen Sie mal gelber Engel. Da ist nichts drin, das geht nur pur um Farbe und Form. Das beeinflusst uns. Immer. Welche möchtest du? Kannst nehmen. Okay, dann kommt er hier auf die Thymusdrüse, jawohl. Und ich schaue jetzt einfach mal, aha, ist interessant. Magst du es mal wegnehmen? So. Das beeinflusst ihr, wir haben schon einen halben Weg. Also das wäre ein Thema, mit dem könnten wir anfangen. Jetzt schauen wir trotzdem mal, was der macht. So. Muss ich kurz warten, was er tut. Da brauche ich hier nicht schauen. Magst du ganz kurz nochmal das wegnehmen? So, und jetzt kann er oben drauf, kannst du ihn oben drauf legen. Also der ändert nichts. Das heißt, es geht hier zwar um Schlafplatz, aber ich brauche nicht am Schlafplatz schauen, ob da ein Thema ist. Da kann man auf einem großen Störfeld liegen, sage ich jetzt mal, ist aber nicht interessant. Weil es geht hier um Beziehungen angeblich. Schauen wir mal. Brauchst mir nichts erzählen, wir füllen das. Okay, wir machen zusammen eine kleine Liste mit deinen Namen auf der ersten Stelle. Manche Menschen haben damit ein Problem, weil sie sich nicht an der ersten Stelle schreiben wollen. Aber wenn wir nicht der Wichtigste sind,
Wer dann? Ne? Bitte. Wir machen eine Liste. Ich sage, was ich vorhab. Und dann, und du sagst mir nichts von den Personen, sondern ich fühle an ihr Körper, und zwar auf ihr Nervenmeridian und Kreislauf, das reagiert am schnellsten, so wie ich der Platz gefühlt habe, ja, so fühle ich das mit diesen Personen auch. Und die, wo sich was zeigt, werden wir dann nachher besprechen. Einverstanden? Mhm. Gut. Jetzt brauchen wir deine Eltern, so wie du sie nennst. Nebeneinander. Jeder bekommt eine Zeile. Wie sagst du? Mama und Papa. Von deiner Mama die Eltern, so wie du sie nennst. Auch wenn man sie nie gekannt hat, wir haben eine Beziehung zu unseren Vorfahren und das weiß der Körper. Die Zellen wissen das alles. Genial. Opa, Oma, ja, Oma, Opa und jetzt vom Papa auch. Nur so zwischendurch. Es kam letzte Woche jemand, die keine Kinder bekommen kann. Der hat sämtliche Fehlgeburten gehabt. Und dann haben wir geschaut, was das Thema ist. Und da kam auch so ein Test dabei raus mit den Beziehungen. Und der Opa väterlicherseits, die sie überhaupt nicht kennt, die hat hier auf einmal eine Linksdrehung gemacht mit meinem Tensor. Dann habe ich ihr gefragt, was nervt dich denn, wenn du an diesen Opa denkst? Ja, sagt sie, die hat sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Die kennt sie gar nicht. Aha, sage ich. Aber dein Körper kennt's, weil ich fühle, dass da was Nerviges ist. Da sagt sie, über dem wird ganz mies gesprochen, ganz schlecht gesprochen. Und das zweite Chakra, was ja für Haut und für Blase und für die ganze Gebärmutter und Eierstöcke und Eileiter zuständig ist, da geht's um vergeben können. Und wenn's die anderen nicht machen, dann müssen das die Kinder tun. Und es sind so schon, also ich habe schon 12 Kinderchen, darf natürlich nicht sagen, mitgeholfen, damit sie leben, aber wir haben bei 12 das lösen können. Und das ist sowas von schön. Wenn Menschen keine Kinder bekommen können und die überall schon hingegangen sind und durch eigentlich nur eine Kleinigkeit. Was heißt eine Kleinigkeit? Das ist eine ganze große Geschichte, ja? Wenn unsere Vorfahren da irgendwie nicht gut dabei weggekommen sind. Das wird in unseren Knochen gespeichert. Und davon kann zum Beispiel eine Osteoporose auch herkommen, weil das heißt, Knochen, da geht es um den Selbstwert, nicht gut genug. Also der Opa, der Vorfahren, waren nicht gut genug. Also Körper ist genial, ne? Man muss ihn nur verstehen und schauen, wie können wir ihm helfen. So, zurück. Jawohl. Hast du Geschwister? Mhm. Wie viel? Dann nehmen wir die. Gibt's noch einen zweiten, der nicht mehr? Gibt's noch mehr, dass du sagst? Also meine Mama hat die Fehlgeburt. Okay, wie viel denn? Eine. Eine. Ist das oberhalb von dir gewesen? Sie sagt, ihre Mama hat eine Fehlgeburt gehabt. Ich habe ihr gefragt, hast du noch Geschwister? Dann hat sie gesagt, ja, eins. Daran habe ich gesehen, es gibt noch was anderes. Das weiß ich nicht. Aber der Körper. Darf ich dich bitten, vom Gefühl, ist das wäre das ein Bruder oder eine Schwester gewesen? Vom Gefühl. Eine Schwester. Hast du einen schönen Namen für deine Schwester? Mhm. Magst du sie
Also die du nicht kennst, ne? Magst du die, die nicht in der Familie vorkommt, magst du die aufschreiben?